Mittlerweile haben wir es jetzt auch schon 12:30. Meine Schwellung ist übrigens zurückgegangen. Und wir waren heute schon echt produktiv. Wir haben unsere Regio verlängert. Es ist praktisch der TÜV in Deutschland. Und es ging super easy, meinte Tobias, übers Internet, haben unser Zimmer aufgeräumt, haben unsere Kühltruhe ausgewaschen, weil wir die ungefähr immer, also wirklich, sobald wir in irgendeiner Unterkunft sind oder so, müssen wir die auswaschen, weil die irgendwie immer stinkt und wir wissen nicht warum. Und jetzt machen wir, glaube ich, Mittag und danach geht's auch schon wieder in die Innenstadt und dann wollen wir uns ein Fahrrad ausleihen. Dürfen wir seine Töpfe mitbenutzen? Welchen kochen dürfen wir da? Ja, bitte, wo sind denn Töpfe? Ach, der hat so viele Regale, ich krieg die Krise. Leute haben hier irgendwie nie Töpfe, habe ich das Gefühl. Auch unser Host in Perth hatte auch keine Töpfe. Ich weiß nicht, machen die nichts mit Töpfen? Kochen die immer mit Pfannen oder was? Unmöglich auf jeden Fall. Gehe ich jetzt unseren Topf holen. Na, Baby? Unser Essen ist ready. Sieht echt gut aus und es riecht extrem gut. Ist irgendwas mit Garlic? Also, ich weiß nicht, was da jetzt draufsteht. Auf jeden Fall irgendwie was mit Knoblauch. Und ich liebe Knoblauch. Wir haben jetzt unsere Fahrräder ausgeliehen. Yay! Und wir können jetzt, die hat gesagt, wir können ja nicht nur 2 Stunden fahren. Bis es dunkel wird. Ja, bis es dunkel wird. Mega cool, es ging auch mega einfach, die jetzt auszuleihen. Und wir können jetzt den ganzen Tag damit fahren. Und der Typ war auch unglaublich lieb, hat uns auch noch Karten gegeben, hat uns gesagt, wo wir langfahren können. Ein Helm? Wozu? Gerade mal so ein bisschen durchs Reichenviertel gefahren und alter Falter, der Ferrari war gerade unglaublich laut. Also ich finde es laut und die Wohnungen hier, also wenn du hier wohnst, hast du es denke ich mal geschafft. Richtig geil. Und ich glaube, ich sehe richtig blöd aus mit diesem bescheuerten Helm, aber hier ist halt eine Helmpflicht. Und bevor wir hier noch Strafe zahlen müssen, trage ich halt den blöden Helm. Ja, und jetzt wollen wir auf jeden Fall zum Wasser fahren und dann ein bisschen am Wasser lang cruisen. Was sagen Sie? Wir haben schon so lange kein Meer mehr wirklich gesehen. Es ist sehr schön und windig.
mittlerweile sind wir auch schon wieder im Auto und waren jetzt auch noch ganz kurz Essen einkaufen. Und wir haben so leckere Sachen gekauft. Und zwar einmal dieses Kuchenstückchen hier mit weißer Schokolade überzogen. Für nur $2, richtig gut. Und im Quick Sale so eine Rainbow Muffin. Nee, Cupcakes. Gar keine Muffins. Okay, Cupcakes sind Muffins, oder? Ja, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kosten die eigentlich $4 und wir würden uns die nie mehr zu $4 holen. Aber für $1 ist es mega gut. Mach auf. Ja, und dann haben wir uns das Trinken gekauft. Und jetzt werden wir das erstmal essen. Inzwischen liege ich jetzt auch schon wieder im Bett und ich habe schon wieder die Kopfschmerzen des Todes. Ich weiß einfach nicht, woran das hier liegt. Das nervt einfach so unnormal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Wir sind ja gestern relativ spät ins Bett gegangen. Ich glaube dann schon so 1:30 nachts, weil sich das irgendwie alles so hingezogen hat. Wir haben dann noch mit unseren Familien geskypt. Ja, dann ging das alles irgendwie ganz schön lang. Und die Nacht konnten wir halt nicht durchschlafen, weil wir halt die Tür ein Stück offen gelassen haben, damit die Katze mal reinkommt. War keine kluge Idee. Die kam gefühlt 20 Mal rein, stand dann auf mir, stand mal auf Tobias und oh mein Gott, das hat richtig genervt. Vor allen Dingen kam sie halt immer und ist dann auch wieder gegangen. Also ist jetzt nicht so, dass sie dann geblieben ist und dann war gut. Nö. Wir haben es jetzt nämlich schon 6:30 abends, also 18:30 und ich könnte jetzt schon schlafen gehen. Aber wir sind jetzt halt noch am Überlegen, weil rein theoretisch müssten wir ja morgen auschecken. Das heißt, wir müssten heute noch Wäsche waschen und aufräumen, sortieren, machen, tun. Ich habe bestimmt noch 2-3 Videos zu bearbeiten. Und das Ding ist, unser Typ hier ist einfach seit gestern schon nicht mehr da. Also haben wir gar keine Ahnung, ob wir jetzt überhaupt Wäsche waschen dürfen. Weil mir ist es halt immer nichts, einfach die Sachen zu benutzen. Ich frage lieber vorher. Wir haben ihm auch eine Nachricht geschrieben, aber da kam es jetzt halt noch keine Antwort. Das ist relativ blöd. Yes. Deswegen sind wir halt am Überlegen, auch so, jetzt abgesehen von der Wäsche, waren wir am Überlegen, ob wir noch eine Nacht länger bleiben, weil wir uns ja einfach extrem wohl fühlen. Und an sich stresst uns ja niemand. Es ist günstig, also an sich würde nicht mal was dagegen sprechen. Also hoffe ich, dass wir uns dann noch dafür entscheiden, dass wir noch eine Nacht bleiben, weil das würde ich echt richtig gut finden. Also wird der Abend jetzt noch ein bisschen organisatorisch, wenn man es so nennen kann. Also wir überlegen uns das halt noch alles und werden vielleicht auch noch ein Filmchen gucken, irgendwann am späten Abend. Vielleicht werden wir auch schon ganz früh schlafen gehen. Mal schauen, aber ich würde sagen, ich beende diesen Vlog jetzt, because es würde wahrscheinlich nichts mehr passieren, was irgendwie noch filmswert wäre. Aber wenn, dann filme ich es und dann seht ihr es. Aber wenn nicht, so wie es wahrscheinlich kommen wird, war's das. Also sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!